Pele Wollitz, Pflichtaufgabe in Blankenfelde-Malo erledigt, 3:0 am Ende, nächste Runde, das ist das, was zählt, oder? Ja, im Pokal zählt eine Runde weiterkommen. Dennoch hätte ich mir mehr Tore gewünscht. Nicht so ein kompliziertes Spiel teilweise. Auf der anderen Seite, ich habe eben schon gesagt, viertes Spiel zu null. Man kann positive Sachen mitnehmen und am Ende zählt eben eine Runde weiter. Und es haben auch sehr viele junge Spieler gespielt, die sonst in der Stammelf jetzt noch nicht so zum Tragen kamen. Also auch die Abläufe waren ja andere heute. Ja, aber die kennen aber trotzdem die Abläufe auch aus dem Training. Die jungen Spieler ist auch nicht das Problem. Er war schon von den einen oder anderen, der schon ein bisschen länger dabei ist, auch im Fußball, ein bisschen mehr Konsequentheit, ein bisschen mehr Souveränität. Aber wir sehen seit Wochen, dass das ein Prozess ist. Viele Spieler haben Probleme mit der Anpassung, haben auch Probleme mit der Intensität des Trainings. Das ist ein ganz großes Thema. Aber ich glaube, wenn man eine große Intensität im Training fahren kann, kann man sie auch dann am Wochenende in den Spielen. Und da ist es halt so, dass der eine oder andere da nach wie vor mit zu kämpfen hat. Ich habe jetzt für das Spiel, was die Trainingsintensität betrifft, keine Rücksicht genommen. Im Gegenteil, haben sehr intensiv trainiert, weil ich glaube, dass in so einem Spiel, wenn man drei Klassen höher spielt, dann dennoch seine Erwartung erfüllen kann. Und die Erwartung ist ja dann grundsätzlich nur, eine Runde weiterzukommen, das haben wir souverän gemacht. Nochmal, ich hätte mir das ein oder andere Tor gewünscht. Wir haben auch die ein oder andere Torschance gehabt. Und es gilt, die Spieler, die sollten sich schnell an die Intensität anpassen. Wir trainieren unter Profibedingungen und dann warte ich auch dann Profifußball. War das zu erwarten, dass es so viele Anpassungsschwierigkeiten gibt? Nee, bei den ein oder anderen hätte ich es nicht gedacht. Dennoch ist es erkennbar und jeden Tag. Sieht man auch in den Werten. Unsere Sprintfähigkeit gegenüber der letzten Saison hat richtig nachgelassen. Wir haben nicht mehr die meisten Sprints, zumindest nicht in den ersten vier Spieltagen. Die hatten wir letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr auch mit vielen neuen Spielern die meisten Tore erzielt, haben die zweitwenigsten bekommen. Gut, jetzt haben wir vierte Mal in Folge zu null gespielt, aber insgesamt haben wir zu wenig Torschancen in den Spielen, wo man sagt, okay, wenn man so und so viele Torschancen hat, dann hat man auch so und so viel, kann man so und so viele Tore erzielen. Und das ist insgesamt sehr bemüht, aber nicht ausreichend, um Erster zu werden im Moment. Erster ist genau das Stichwort. Nächstes Spiel, nächste Woche gegen den ersten Berliner AK. Eine ganz andere Hausnummer natürlich. Ja, aber für uns ist im Moment, also grundsätzlich nicht nur im Moment, jedes Spiel, selbst heute der Gegner, was ich ja mag, sehr diszipliniert, sehr leidenschaftlich, schmeißen sich in jeden Ball rein. Das war jetzt in den ersten vier Spieltagen so und das wird in den nächsten weiteren Spieltagen so sein. Das sollte man wissen, wenn man bei Cottbus spielt. Das sagt ja auch gerade der Kollege, man möchte gerne in Brandenburg wieder einen Drittligist haben. Aber die anderen Vereine, die nicht nur aus Brandenburg kommen, sondern aus Berlin, Sachsen und wo auch immer her, die in der Regionalliga haben auch Ziele. Die Liga ist eng, das zeigen die Ergebnisse. Halberstadt spielt 1-1 gegen Chemnitz. Wenn man das Spiel sieht, muss vielleicht sogar Halberstadt gewinnen. Lok Leipzig verliert in Greifswald. Das Spiel Jena gegen Greifswald habe ich gesehen, darf Greifswald niemals verlieren. Und so sieht man das. BFC tut sich schwer, in die Liga anzukommen und dass wir nicht da durchmarschieren. Ich glaube, das haben wir immer gesagt, was wir gesagt haben. Ich denke, das ist auch schon eine sehr mutige Aussage. Wir wollen Erster werden mit dem Wissen, wir sind nicht Favorit. Und wenn wir wirklich Erster werden wollen, dann müssen wir draufpacken und dann zumindest, sage ich mal, die Intensität so hochfahren und dann über die Intensität in so einen Flow rein zu kommen. Da arbeiten wir dran. Wir arbeiten am Abläufe. Heute wieder drei Offensivspieler ausgefallen mit Heike, Hottmann. Die sind nicht geschont worden, weil es gibt auch keinen Grund, sie zu schonen, wenn man nur immer einmal in der Woche ein Spiel hat. Dings hat ein bisschen das Knieproblem, Heike. Hottmann hat einen Schlag auf die Hüfte bekommen und Melken hat seit Dienstag angegeben, dass er ein bisschen eine Verhärtung hat und da wollten wir kein Risiko gehen, aber es sind dann aber auch Spieler, die Spiele brauchen, Rhythmus brauchen. Und dann kommt es hinzu, und was immer wieder auffällig ist, dass wir Spieler bis auf Osterhellweg, Heike
und Slama, die haben einigermaßen viel gespielt. Die anderen haben wenig gespielt, haben wir letztes Jahr gesehen bei Zokafakis und auch den ein oder anderen Spielern, wie lange das dauert, um sich anzupassen. Und das ist halt eben das Komplizierte. Dennoch ist die Erwartung da und in der Erwartung sollte man sich dann dementsprechend auch aufhalten auf dem Platz.